Don John hier, und in dem Video geht es darum, wie du nonverbal flirtest, und zwar von Sekunde 1 an. Wenn du oft das Problem hast, dass die Frauen sagen, hey, lass uns lieber Freunde bleiben, oder ich glaube, der Funke ist nicht übergesprungen, oder wenn du nachhakst und sie sagt, ich weiß auch nicht, aber da fehlt einfach das gewisse Etwas und du fragst dich, was ist dieses gewisse Etwas, dann ist es die nonverbale Kommunikation, die bei dir beim Flirten, sogar beim Ansprechen schon mit den Frauen fehlt. Und hier ist es wichtig, dass du, selbst wenn du jetzt direkt auf Frauen zugehst und denen sagst, hey, du bist sexy, du bist süß, und dann mit denen anfängst zu reden, wenn sich das nicht wie ein Flirt anfühlt, dann wird sich auch nichts tun. Du kannst jetzt verbal flirten, indem du immer wieder freche Anspielungen bringst, aber nonverbal ist es genauso wichtig. Und wenn du das nicht machst, wenn du jetzt sexuelle Anspielungen bringst und auch von Anfang an direkt bist und sagst, was Sache ist, aber das nonverbal nicht rüberkommt, dann bringt es dir auch nicht viel, selbst wenn du spielerisch bist, sexuell bist, verbal, du musst es nonverbal auch kommunizieren. Und hier gibt es drei Aspekte, zum einen den Augenkontakt, zum anderen die Tonalität, also deine Stimmlage, und zum dritten freches Grinsen. Und ich will, dass, wenn du ab jetzt auf Frauen zugehst, von Sekunde 1 an, das heißt eigentlich schon bevor du sie ansprichst, setzt du so ein kleines verführerisches Lächeln auf und blickst sie an. Es gibt auch viele, bei meinem Coaching sehe ich das immer, die gehen auf die Frau zu, schauen aber nochmal nach links und nach rechts, wollen nicht sie direkt anstarren und so auf sie zugehen. Da ist schon der erste Fehler. Und zweitens, sie sagen es mal, Entschuldigung, sprichst du Deutsch? Und das ist auch ein Fehler, die müssen von Anfang an dieses spielerische Lächeln beibehalten. Das heißt jetzt nicht, dass du es faken musst, du sollst nicht wie so ein Clown grinsen oder so freundlich lächeln, so, hallo, Entschuldigung, sondern die Frau muss sich denken, dass, dann machst du es richtig, wenn sich die Frau denkt, was schaut er mich so, was hat er so ein durchtriebenes Lächeln, was denkt er sich gerade, was hat er gerade für schweinische Gedanken? Und wenn, das kannst du auch vom Spiegel üben, und wenn du dieses verschmitzte Lächeln dir antrainierst, und das ist auch gar nicht schwierig, aber das permanent während des ganzen Flirts oder während der ganzen Konversation vom Ansprechen bis zum Sex beibehältst, dann macht das einen großen Unterschied. Genauso wie den Blickkontakt, den du nicht immer wieder abwendest. Zum Beispiel, du kannst auf zwei Ebenen kommunizieren, sozial oder asozial. Also nicht asozial, aber in dem Fall sexuell. Aber die meisten machen dies nicht sexuell, sondern nur sozial. Sozial bedeutet, du brichst öfter den Augenkontakt, deine Stimmlage ist, wirklich? Ah, okay, dann hast du das gemacht. Ah, verstehe. Ah, die Nachbarn wieder. Ja, habe ich gehört, wie sie, wie der Sohn wieder von der Polizeiwache abgeholt wurde. Also, du merkst, da ist eher so ein leicht sorgenvoller Ton. So, du kümmerst dich, und das machen auch viele Coaching-Teilnehmer falsch. Die versuchen sich, die Probleme, die Frau hat, anzunehmen, kommen dann aber gleich in diese Versorgerrolle rein und eher in das Soziale als in das Sexuelle, Spielerische. Und wenn du nämlich sexuell bist von Sekunde 1 an, dann kannst du über alles reden, aber das kommt anders an, weil du subkommunizierst dir, es ist mir eigentlich ganz egal, was du da redest, und du siehst die Kommunikation nur als Mittel zum Zweck, und nonverbal merkt das die Frau. Du kannst zum Beispiel reden über, Pokémon spielst du, da habe ich auch dieses neue Pokémon gefangen, Carpador, unglaublich, und was du hier machst, ist, dass deine Stimme nicht öfter nach oben geht, sondern öfters nach unten, und du mehr Pausen machst. Und das kombiniert mit einem frechen Lächeln, mit so einem Siegerlächeln und mit Blickkontakt, intensiven Blickkontakt, den du hältst, das macht einen entscheidenden Unterschied. Du kannst auch gerne mal ausprobieren, 5 Frauen sprichst du an, wo du diese 3 Faktoren nicht beachtest, und 5 weitere Frauen sprichst du an, wo du das beachtest. Und du wirst feststellen, dass die Frauen ganz anders anspringen, von Sekunde 1 an. Wenn du nämlich über diesen fremden oder diesen sozialen Modus mit denen redest, dann gehen die von was ganz anderem aus, als wenn du nonverbal von Anfang an denen schon subkommunizierst, was du eigentlich möchtest. Du wirst öfters Kichern von Frauen hören, sie spielen öfters an ihren Haaren rum, sie sind ein bisschen euphorisch aufgeregt, und das ist alles dein Verdienst, weil du von Anfang an etwas tust, was viele andere sich nicht trauen, und das ist einfach, die Frau kann sich nicht dagegen wehren, selbst wenn sie einen Freund hat, selbst wenn sie verliebt ist. Das ist einfach die Natur, die wird trotzdem anspringen. Das heißt jetzt nicht, dass sie unbedingt dir die Nummer gibt oder sich mit dir trifft, wenn die vergeben ist, aber sie wird dieses gewisse Etwas spüren, was sie bei vielen anderen nicht spürt, die sich da eben nicht trauen. Und genau diese Unterschiede sind es, die einen Anfänger, einen Laien von einem Profi-Verführer unterscheiden, dass er eben von Anfang an richtig subkommuniziert, was er möchte, und die Frauen deswegen auch anders anspringen, und das wird deine Flirtfähigkeiten auf das nächste Level heben. In diesem Sinne, abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch nicht vergessen, und wir sehen uns im nächsten Video.